Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Resident Evil 2, dem Remake auf der PS4. Ja, hier geht's weiter. Wir sind jetzt hier unter der Polizeistation ich glaube neben der Tiefgarage ist es hier, gibt es die Zellen. Und ja, in meinem letzten Video hat sich hier der Kollege hier mit der Karte, die wir dringend brauchen, verabschiedet. Ja, und jetzt gucke ich mal hier an der Stelle, wie es weitergeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. So. In aller Welt. Ja, das sieht übel aus. Richtig übel. Eine Kurbel. Ja, das habe ich eigentlich in meinem letzten Video schon gelesen, aber ich lese es hier nochmal vor. Der Schaltschrank ist defekt, könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern. Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag: Mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm, ich meine, bittet ihn höflich darum. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll. Naja, Aufgabe ist auf jeden Fall, diese Teile jetzt zu finden. Ja, und das ist quasi der defekte Schaltschrank, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, jetzt mal gucken, wo es hier lang geht oder wo ich diese Sachen finde. Also die ganzen Zellen, die habe ich eigentlich schon gecheckt. Da kommt dann keine rein, weil sie alle zu sind. Ist eigentlich auch klar. Ah, das haben wir auch schon getestet, klar. Das geht auch nicht. Mir ist jetzt nur nicht ganz klar. Ich brauche eigentlich die Karte, um aus der Tiefgarage rauszukommen. Komme ja an den Typ aber nicht ran, weil der auch hinter Gittern sitzt. Was macht eigentlich mein Munitionsstand? Ja, passt soweit. Das ist ja auch nur eine Zelle. War ich da schon? Ja, da war ich schon. Aber ich komme nur hier durch, um wieder in die Tiefgarage zu gelangen. Ich müsste jetzt ja eigentlich. Ja, wobei durch dieses Loch, das die. Oder der irgend. Das, der, der, derjenige. Da in die Wand geschlagen hat. Weiß ich, ob ich da durchkomme. Vor allem die Zelle, die war ja eher hier. Beziehungsweise. Ja. Aber hier gibt es noch einen Durchgang. Mal gucken, was das ist. Zwinger, Schießstand. Also Schießstand klingt eigentlich besser zum zuerst hingehen. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Waffen oder Munition. Jetzt hier richtig. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgendes Objekt, Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Verborgene unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man nur noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Schlüssel. Und wo ist der Schlüssel? Ist er da drin? Dose aus Blech. Ja, da ist doch bestimmt was drin, oder?
und versuchen. Ja, das ist quasi der Schlüssel. Okay. Boah, wie dunkel das hier ist, Wahnsinn. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Ja, das habe ich vorhin auch noch gelesen. Irgendwo hier im Spiel sind auch diese Raccoons versteckt. Die muss man zerstören, ja. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus Raccoon City Zoo. Schön, euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon-Figuren, oder? Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen. Aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon over. Muss jetzt mal drauf achten, ob ich die Figuren auch hier irgendwo sehe. Okay, das hier ist der Schießstand. Ja, da gibt es schon noch irgendwas. Ich muss nur gucken, wie ich da auf die andere Seite komme. Ist das jetzt schon wieder? Ah ne, das ist noch ein Schlüssel, der mir sowieso noch fehlt. Bin ich auch mal gespannt, wie das mit den Schlüsseln da noch läuft. Sind die tot? Will ich jetzt mal nicht drauf wetten. Oh, sehr gut. Mal wieder ein bisschen was für meine Pumpi. Auch noch Munition oder irgendwas. Ah, das ist jetzt so eine Figur. Und da wacht gleich einer auf, ich glaub's ja nicht. Beide, oder? Appetit, ja, das habe ich gerade vorhin nämlich noch gelesen. Stecke eine Handgranate einem Licker in den Mund und schieße darauf und gibt eine Trophäe. Aber das ist ja echt gefährlich mit diesen Mr. Raccoons. Warum? Wieso explodieren die oder was? Alles abgegriffen, was es irgendwie gibt. Am besten weg hier, bevor die wieder aufwachen. Aufwachen ist vielleicht auch der falsche Begriff. Die schlafen ja nicht wirklich. Aber hier geht es eigentlich nicht weiter. So, jetzt bin ich sowieso raus. Hier komme ich nicht durch. Wo geht es denn hier noch lang? Das war... Auf jeden Fall zu. Ist das eine Türe? Nee. Das sieht doch nicht so aus, als würde man da durchkommen. Sieht es eigentlich Munition aus? Okay. Ich will jetzt eigentlich zu dem Zwinger. Das ist dann hier lang, ja. Okay. Ach du
Scheiße. Das klingt wieder nach Hund. Das klingt nach Hund. Hoffentlich nicht nochmal so eine Dreckstöhle. Hehe. Zwinger. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Zwinger kenne ich eigentlich nur in Verbindung mit Hunden. Ja, und da sind welche drin. Blaues Kraut. Okay. Ein blaues Heilkraut, das in den Arklaibergen heimisch ist, wirkt als Gegengift. Okay. Wirkt als Gegengift. Soll ich das jetzt vielleicht nehmen, bevor ich da reingehe? Will ich da rein? Aber gut möglich, dass ich da rein muss. Okay. Aber ich kann das so gar nicht benutzen. Kombinieren. Diese Mixtur aus zwei verschiedenen Kräutern wirkt gegen alle Gifte und stellt eine geringe Menge Gesundheit wieder her. Bringt mir eigentlich nichts. Drei verschiedene Kräuter stellt Gesundheit komplett her, mindert erlittenen Schaden, schützt kurz vor Gift. Weiß jetzt auch nicht. Zwinger, wenn ich schon höre, dass da Hunde drin sind. Transformatorraum. Ich glaube, ich gucke eher mal, dass ich da hinkomme. Ach so. Geht nicht. Ja, hier ist ja zu. Muss ich doch irgendwie in den Scheiß zwingen. Vielleicht finde ich hier drin ja einen Schlüssel. Oh. Sorry Leute. Immer falsch abgebogen. Wenn es mehrere sind. Uah. Da links. Wo geht's denn da lang? Eigentlich nirgends. Das ist die Frage. Ah, das ist eine normale Wand. Ja. Sind die noch im Käfig? Ach, die sind draußen, aber da sind auch welche ausgebüßt. Scheiße. Oh Mann. Was war das? Dieses hochwertiges Schießpulver. Hab ich das vergessen? Das ist einfach blöd. Das war lauter Aufregung hier übersehen. Ah, hier. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Leichenhalle, oh ey. Ah, nichts Schlimmes. Autopsiebericht. Name des Verstorbenen, Justin Hansen. Männlich weiß, 39 Jahre alt. Beobachtungen vom Personal, tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen, wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise
klaut er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Okay. Sehen, ob es hier irgendwas gibt. Aber ich vermute, dass ich hier eigentlich nur durch muss. Um Richtung, ja, Teileraum zu gelangen. Aber ich glaube, die Leichenhalle ist eine Sackgasse. Also hier geht es echt nicht weiter. Seltsam. Das ist ja nur der Flur, wo ich hier vorhin nicht durchkam. Das heißt, hier muss ich wieder durch den Zwinger zurück. Schießstand komme ich auch nicht weiter. Hier ist auch eine Türe. So, jetzt bin ich nämlich wieder hier. Ich habe ja hier auch nichts. Kurbel. Oh. Ja klar. Jetzt gehe ich einfach mal zurück in die Tiefgarage. Versuche die Karre zu finden. Was war das? 7359. Steht die Nummer nicht auf dem Auto drauf? Ah, auf dem Kennzeichen. 7439, oder? Ja. So. Untersuchen. Gewehrschaft. Mehr gibt es hier nicht. Ist aber auch schwach. Was kann ich jetzt damit anstellen? Untersuchen. Probier, dass ich das kombinieren kann oder muss. Ah. Okay, cool. Aber das hat mich jetzt irgendwie trotzdem kein Stück weitergebracht. Leichenhalle ist noch rot. Da war ich doch drin. Gibt es da etwa noch mehr? Hm. Blödes. So, das war die verschlossene. Oh, nee. Doch was übersehen in der Leichenhalle.
nicht. Jetzt. Also halten und ziehen. Die klemmt irgendwie. Geht nicht weiter. Ekelhaft. Ja, habe ich das vorhin komplett übersehen, dass man die rausziehen kann. Klemmt auch. Vielleicht. Hatte wieder zumachen, damit ich die Klemmen aufbekomme. Eher unwahrscheinlich, aber ich probiere es aus. Das ist jetzt die dritte gewesen. Und das ist halt so. So, jetzt gucken wir hier natürlich auch rein. Habe ich das echt so übersehen vorhin? Uah. Guckt der noch, oder was? Aber da gibt es auch nichts. Drum, dann schnell wieder rein. Irgendwas, aber ein Schlüssel, Halleluja. Ah. Scheiße. Ist ja klar, Schlüssel bekommt man nicht einfach so. Ist jetzt der andere. Ja, jetzt kommst du auch noch plötzlich. Mein Messer. Habe ich kein Messer mehr? Kraut. Nee, gerade nicht. Ist ja doof. Jetzt stürm endlich. Die Munition muss ich noch verschwenden. Den Schlüssel habe ich. Gibt es aber noch eins. Das klemmt bestimmt. Ja, war ja klar. Okay, nichts wie weg hier. Leichenhalle. Was zum Geier? Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo stehe ich denn jetzt hier? Kurbelvertiefung. Da passt die Kurbel rein, oder? Benutzen. Aha.
Ja, geil. Cool. Also komme ich jetzt zum Transformatorraum. Ja, geradeaus komme ich auch, oder? Nee, was ist denn das? Jetzt bin ich schon hier, jetzt will ich gleich hier rein. Aber den Schlüssel tue ich natürlich nachher auch noch aus. Ein Kraut. Keinen Platz mehr. Kann ich eigentlich noch irgendwas kombinieren? Schießpulver gelb. Er geht kombiniert mit Schießpulver Flintmunition. Ja, ich habe nur keins. Zumindest mal nicht dabei. Ja, den Schlüssel, den brauche ich sowieso nicht mehr. Mal wegwerfen. Oh, wenn man das sieht, das war doch vorhin auch so in der Polizeistation. Da kommt doch bestimmt jetzt gleich dieses große hässliche Ding von der Decke. So eine Ahnung. Verpacktes Elektronikteil. Was heißt das jetzt? Jetzt habe ich irgendwas in Gang gesetzt. Ich muss noch mal kurz drauf gucken. Ja, die sind alle auf On. Das passt, denke ich. Ist da wieder vorbei? Bin mir sicher, dass da gleich was kommt. Verpacktes Elektronikteil. Boah, wie die Türen hinter einem immer zuquietschen. Das ist schon also auch etwas unheimlich. So, da komme ich nicht durch. Das heißt, ich muss eigentlich wieder zurück durch den Zwinger, um hier hinzukommen. Bisschen blöd, aber geht nicht anders. So, mal kurzer Check auf der Karte. Ja. Gesundheit, die ist voll. Ah, hier ist sie. Jetzt hier nochmal hin. War ich da schon? Ja klar. Logisch. So. Schlüssel. Was als Pasta. So, was ist das für ein netter Raum?
jetzt im Transformatorraum doch wieder was vergessen. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier hat. Ah. Wieder ein Film. Und ich habe keinen Platz. Das gibt's nicht. Kombinieren. Gut. Perfekt. Oh, nochmal Kraut und wieder kein Platz. Kann man das hier irgendwie gleich kombinieren? Ja. Machen wir das doch. Was liegt hier noch so rum? Nichts Gescheites. Bin ich schon wieder draußen oder wie? Was hat das jetzt gebracht? Ich habe zum einen den Schlüssel und zum anderen halt ja den Film da geholt und Kräuter. Aber ansonsten. Schalltafel, habe ich da jetzt echt was übersehen? Verschlossene Türe? Ist es. Habe ich vielleicht an den Knöpfen irgendwas falsch eingestellt? Das ist gut möglich. Jetzt muss ich da echt nochmal alles durch. Das ist ja echt blöd. Aber es hilft nichts. Das mache ich jetzt hier noch. Euch noch mal einen neuen Cut machen. Mir war es da hinten auch fast ein bisschen zu einfach in diesem, soll ich sagen, Transformatorraum. Ich erzähle es richtig. Ja, aber ich kann hier links. Gar nicht weiter. Oder? Nee, alles versperrt. Also, nochmal hier. Das Elektronikteil, das habe ich. Es könnte aber auch sein, dass ich das Elektronikteil erstmal hier einsetzen muss. Tür, Schaltschrank. Damit sich die Türen öffnen. Das höre ich da die ganze Zeit. Ja, und das ist ja die Schaltschranktafel hier. Ach, das ist alles schon wieder auf off. Ja, wahrscheinlich muss ich das Elektronikteil erstmal einbauen. Das ist immer noch ein bisschen skeptisch, wie ich finde, aber passt. Okay Leute, bis dahin, Resident Evil 2, schaut im nächsten Video weiter, würde mich freuen und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen.